mitmachen. Nun, ich weiß, wie man reinkommt. Geben Sie mir die Kronkorken, dann verrate ich Ihnen wie. Wenn Sie lebend wieder rauskommen, kriegen Sie Ihren doppelten Einsatz von mir wieder. Dann mal los. Hier auf dem Zettel steht alles. Aber es kommt vor allem aufs Timing an, wenn Sie sich zwischen den Gebäuden bewegen. Ich werde Sie beobachten. Ich kriege es also mit, wenn Sie es zum Tor geschafft haben. Und nur dann haben Sie sich die 600 Kronkorken verdient. Halt! Keine Bewegung! Wie zum Teufel haben Sie diese Bombardierung überlebt? Ich werde Wilden ganz sicher nichts verraten. Keine Bewegung, sonst geht hier jemand qualvoll drauf. Dann bleiben Sie einfach, wo Sie sind. Raquel wird jeden Moment hier sein. Ich übernehme das. Ich bin Raquel, Master at Arms für das Gebiet um Nellis. Mutter Pearl, unsere Älteste, möchte mit Ihnen sprechen. Bleiben Sie in meiner Nähe und benehmen Sie sich. Willkommen, mein Kind. Es hat lange gedauert, bis Sie hierher kamen, oder? Seit 5 Jahren warte ich schon, dass ein Außenseiter auf einen Besuch vorbeikommt. Auch in vielerlei Art. Beginnen wir mit kleinen Dingen, damit wir erfahren, wie es ist, einen Willen, einen Außenseiter um uns zu haben. Wenn das gut funktioniert, könnten Sie vielleicht auch in größeren Dingen helfen. Wir werden sehen. Sie müssen bedenken, dass dies unser erster Kontakt mit der Außenwelt ist, seitdem ich noch ein Mädchen war. Die Abgeschiedenheit sorgte für unsere Sicherheit, aber die Welt um uns ändert sich. Neonlichter in der Ferne, patrouillierende Roboter, Soldaten. Die Jüngeren glauben, dass unsere Geschütze die Welt fernhalten können. Aber ich sage, wir müssen sie etwas heranlassen, um nicht ihre Opfer zu werden. Sie sind dieses Etwas der Welt, mein Kind. Sie kommen zur rechten Zeit vorbei, denn wir schwimmen in Problemen. Die Jüngeren können Ihnen mehr darüber erzählen. Raquel könnte Hilfe bei einem Ungezieferproblem brauchen. Doc Argyll muss sich um Verletzte kümmern und Loyal und Jack brauchen Hilfe bei Reparaturen. Sie können auch Pete im Museum besuchen und sich die Geschichte unserer Leute anhören. Dort brauchen Sie nur zuzuhören. Kommen und gehen Sie nach Belieben, helfen Sie oder lassen Sie es sein. Aber zeigen Sie den Jüngeren, dass nicht jeder Außenseiter sterben muss. Hey! Die Anweisungen von Mutter Pearl sind eindeutig. Sie können sich frei in Nellis bewegen. Unsere Artillerieaufklärer werden nicht auf Sie feuern. Das sind außergewöhnliche Privilegien. Missbrauchen Sie sie nicht.
Kurz gesagt, vor ein paar Tagen ist der Strom ausgefallen, da Riesenameisen sich in den Generatorraum gegraben und dort ein Nest gebaut haben. Ich habe versucht, sie mit einem Trupp zu erledigen. Aber es waren so viele. 2 von uns starben, 3 wurden verwundet. Ich persönlich glaube nicht, dass Wilde mit sowas fertig werden. Aber wenn sie die Ameisen töten und den Strom wieder einschalten möchten, gerne. Machen Sie mir keine Hoffnung. Noch was. Ich glaube, dass die Ameisen Schießpulver aus der Munition da unten fressen oder so. Bei einem Treffer mit einem Flammenwerfer oder Laserpistolen explodieren die Viecher. Kugeln sind okay, solange es keine Artilleriegranaten sind. Loyal arbeitet an einer Waffe gegen sie. Vielleicht sollten Sie mal mit ihm reden. Ich habe noch nie einen Ghoul aus der Nähe gesehen. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das überhaupt wollte. Ich weiß, dass Mutter Pearl Ihnen erlaubt hat, Nellis frei zu erkunden, Außenseiter, aber ich habe Patienten, um die ich mich kümmern muss. Ich habe 3 Patienten hier, die beim Kampf gegen die Riesenameisen im Generatorengebäude vor ein paar Tagen schwer verletzt wurden. Ihre Wunden sind soweit versorgt und sie sind stabil, aber in schlechter Verfassung. Haben Sie eine medizinische Ausbildung? Wenn das stimmt, was Sie sagen, hätten wir für Sie alle Hände voll zu tun. Das war eine echt gute Behandlung. Von Ihnen könnte ich noch das ein oder andere lernen. Ich dachte, dass der Patient am Ende wäre, aber Sie haben ihn gerettet. Exzellente Behandlung. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich kann mich um Ihr Roboterproblem kümmern, sag ich nur mal so. Ja, Außenseiter? Diese Männer verdanken Ihnen ihr Leben. In Sachen Medizin können wir uns von euch Wilden doch noch eine Scheibe abschneiden, wie es aussieht. Bis dann.
Sicher, Boss. Der alte Mann kriecht gerne durch den Dreck, um sich zu verstecken. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Sie sind der Außenseiter. Mutter Pearl hat gesagt, dass Sie vorbeikommen würden. Sie sind sicher schon gespannt auf die Geschichte unserer Leute. Ich? Ich bin Pete, der Bewahrer der Geschichte. Ich weiß, ich wirke jung. Bis vor einigen Monaten war ich auch nur Lehrling. Aber Don, der alte Bewahrer, naja, Whisky und Landminen passen irgendwie nicht zusammen. Jetzt ist es eben meine Aufgabe. Sie wollen sicher alles über uns wissen. Wunderbar. Sie haben sicher schon das Wandgemälde in dieser Hütte bemerkt. Soll ich Ihnen die ganze Bedeutung erzählen? Hervorragend! Stellen Sie sich das mal vor. Sie sind der erste Außenseiter, der unsere Geschichte hört. Lange vor meiner Geburt lebten wir unterirdisch. Jeder hatte Waffen, aber der Aufseher erlaubte keine Explosionen, nicht mal Handgranaten. Wir gingen und zogen ins Ödland. Dort gab es Wilde mit Messern. Wir sprengten sie mit Splitterminen und Granaten, rösteten sie mit Flammenwerfern. Es war schön, hatte aber einen Nachteil. Auf alle 43,6 getötete Wilde kam ein eigener Verlust. Wir brauchten eine eigene Heimat. Wir brauchten Nellis. Hier blühten wir auf und vermehrten uns. Hier zerstören unsere mächtigen Geschütze alle Wilden mit bösen Absichten, bevor sie unser Tor erreichen. Nun, zumindest bis... Aber... Will damit nicht sagen, dass sie uns Böses wollen oder ein Wilder sind, sondern... Egal. Nellis hat viele Geheimnisse enthüllt. Wir haben gelernt, wie man die Bomber fliegt, die hier früher stationiert waren. Und wo wir einen finden können. Und das ist unsere bisherige Geschichte. Denn das letzte Bild ist unsere Zukunft. Den Bomber zu reparieren, in gepanzerter Sicherheit in der Luft zu kreisen und Sprengstoff auf unwissende Wilde abzuwerfen, das ist unser Schicksal. Es ist schön, dass Sie sich die ganze Geschichte angehört haben. Möchten Sie noch Details wissen? Dann sagen Sie Bescheid. Da Sie jetzt die Geschichte unserer Leute kennen, müssen Sie sicher jede Menge Fragen haben. Fragen Sie los! Sie wissen also von den Walls? Ja, wir lebten in so einer. Unsere hatte die Nummer 34. In unserer Vault hatte jeder Waffen, aber der Aufseher erlaubte nicht, dass die wirklich Lustigen abgefeuert wurden. Ich denke mal, dass die kleinen Knaller und Kracher auf den Schießständen bald langweilig wurden. Und in Nellis fanden wir sie. Wir haben seit meiner Geburt zwar keine Atombomben mehr gezündet, aber ansonsten ist alles erlaubt. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Vor Hunderten von Jahren explodierten hier mehrere Atomsprengköpfe, die die Basis hochradioaktiv verseuchten. Die Wilden des Ödlands, allesamt Unwissende, mieden Nellis aus Gewohnheit. Ganz genau! Sie sind sehr gebildet für einen einen Außenseiter. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Nellis ist eine vollkommen autarke Gemeinschaft. Wir ziehen Wasser aus dem Lake Mead, haben eine Solaranlage für Strom und bauen eigenes Getreide an. Danke. Unsere Autarkie ist ein Grund für unseren Stolz. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Ja, die waren nicht hier, als wir Nellis entdeckten. Wir fanden die Geschütze in einem riesigen Waffendepot namens Area 2, viele Meilen von hier. Es dauerte Wochen, die Geschütze nebst Munition nach Nellis zu ziehen. Und seitdem haben wir auch unsere Heimat nicht mehr verlassen. Vielen Dank. Ich werde das weiterleiten. Wollen Sie sonst noch etwas wissen?